Und nun ist es mal wieder Zeit für Assi Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute Bastion. Yo, 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 das ist das geilste Videospiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Also, da ist dieser Typ namens Kid und der wacht in so einem Bett auf. Das steht mitten im Chaos. Ich bin auch schon voll im Chaos aufgewacht. Heute Morgen zum Beispiel. Und gestern Morgen. Und die gesamte letzte Woche. Und um Kid herum ist alles zerstört. Und er hat's einfach verpennt. Ich hab's auch schon verpennt, als das Haus um mich rum zerstört wurde. Und das war noch nicht mal mein Haus. Das war so ein lustiges Missverständnis. Und dann ist da dieser Typ namens Rux und der immer so: Ja, da liegt also das Kid in seinem Bett und jetzt steht er auf und jetzt läuft er da rum. Jetzt geht er los. Das ist voll tight. Der erzählt immer alles, was im Spiel passiert. Das heißt, ich muss gar nicht so gut aufpassen. Mann, ich wünschte, mein Leben hätte auch so einen Erzähler. So, da sitzt der Assi. Sitzt auf seinem Hintern, gelangweilt, die Beine leicht angewinkelt, die Hände auf den Lehnen. Er schaut geradeaus, den Zurückschauen. Ist nicht so sein Ding. Nein, ein Assi, der schaut nicht zurück. Jetzt könnte er aber auch wirklich mal was tun. Sonst kann ich ja gar nichts kommentieren. Hey, hey du, mach mal was. Ein langweiliger Assi ist das. Wirklich sehr langweilig. Vielleicht sogar der langweiligste Mensch auf diesem Planeten. Ach, halt die Backen. Und da muss Kid die Welt wiederherstellen. Und das macht er, indem er alles zu Brei prügelt. Er muss also die Welt zerstören, um sie wiederherzustellen. Logik. Mann, dann habe ich ja schon voll die tollen Sachen gemacht letzte Woche. Okay, ich habe ein Auto repariert, indem ich ihm die Reifen aufgestochen habe. Check. Ich habe Palmen zum Wachsen gebracht, indem ich über Schlüsselblumen gepinkelt habe. Check. Ich habe einem Blinden seine Sehkraft wiedergegeben, indem ich ihm die Fresse poliert habe. Check. Moment. Nee, halt, das war andersrum. Der Blinde hat mir einen in die Fresse gehauen. So ein Blindenstock kann auch ganz schön wehtun. Und schließlich fliegt er in hohem Bogen zur Bastion. Ich bin auch schon im hohen Bogen geflogen. Aus der Disco. Jede Woche. Zweimal. Wochentage nicht gezählt. Und um die Welt wieder aufzubauen, muss er erstmal die Bastion wieder aufbauen. Und die Bastion baut er auf, indem er die Welt zerstört. Er muss also die Welt, die er wieder aufbauen soll, vollends zerstören, um das Ding aufzubauen, das er braucht, um die Welt wieder aufzubauen, die er zerstört, um dieses Ding aufzubauen, das er wieder... Stopp, Paradoxon-Alarm. Und dann fliegt er also durch das Land, Chai-Foto. Nee, das heißt nicht Chai-Foto. Gott, wie hieß das nochmal? Ich hatte mir da voll die coole Eselsbrücke ausgedacht. Das erste war eine bestimmte Schwarzteesorte und das zweite ein Bildmedium. Was, Chai-Foto? Oder was, Roybos-Porträt? Jetzt weiß ich's wieder. Das Land heißt Ceylon Dia. Also reist Kid durch Ceylon Dia. Und da trifft er dann diesen Typen namens Salf. Und Salf so. Und Kid so. Und dann Rux so. Na, da treffen die beiden aufeinander. Kid und Salf. Und sie stehen. Und um neue Fähigkeiten zu kriegen, muss Kid sich Alkohol anschaffen. Das könnte ich doch auch mal versuchen. Bier! Gib mir die Kraft einer Tussi, länger als eine Sekunde am Stück in die Augen zu schauen, ohne mir in die Hose zu pinkeln. Rum! Gib mir die Kraft, mein Mittagessen noch einmal betrachten zu können. Tequila! Gib mir die Macht, 20 Stunden am Stück zu schlafen. Und dann trifft Kid noch diese Tussi namens Sia und dann Sia so. Und dann Salf so. Und dann Kid so. Und dann Rux so. Na, ganz schön schnucklig ist die, diese Sia. Da guckt der Kid auch gern ein zweites Mal hin. Aber wie wird das sein, wenn so... Und auf einmal wird die Bastion zerstört. Also wurde das Ding zerstört, das dafür benutzt wurde, die Welt wieder aufzubauen, die man zerstören muss, um das Ding überhaupt erst aufzubauen, das jetzt zerstört wurde. Und dann Rux so. Ja, Kid, jetzt musst du die Bastion wieder aufbauen. Also muss er das Ding, das zerstört wurde, aber für den Wiederaufbau der Welt gedacht war, die zerstört wurde, um das Ding überhaupt erst zu bauen, das jetzt zerstört wurde, wieder aufbauen. Indem er die Welt zerstört. Okay, ich bin immer offen für frische Ideen, hey. Und dazu muss Kid aber Sal finden. Und um ihn zu finden, reist er durch eine Wüste und durch Wälder und durch Sümpfe. Und im Sumpf kann er auf Pflanzen ballern. Wie bei Delta Star. Pff, gerade noch den Delta Star-Gag untergebracht.
Und überall macht er Sachen kaputt, um Sachen damit zu bauen, indem er Sachen zerstört, die für den Wiederaufbau benötigt werden. Von der Welt, die er zerstört, die wieder aufgebaut werden muss. Und was sagt Rux dazu? Als ich anfing, darüber nachzudenken, was wir da eigentlich tun, fiel mir ein, dass das ganz schön behämmert ist. Aber mir zeigt das Spiel schon sehr viel. Manchmal muss man auch etwas zerstören, um etwas Neues zu bauen. Und wenn es darum geht, neue Sachen zu bauen, ruft mich, denn ich zerstöre sie euch vorher. Ich bin Baron Wilhelm von Assi und jetzt gehe ich mir erst mal einen Job suchen. Ey, hat jemand einen Job für mich? Mann, ey! Ach, gib mir einfach eine Abrissbirne und ich rette die ganze Welt damit. Ihr glaubt mir nicht? Ja, okay, eigentlich habt ihr ja recht. Da geht der Assi an den Kühlschrank. Um die Leere in sich zu füllen. Er greift nach dem Pudding. Oh, süße Köstlichkeit. Aber ganz schön dick ist der ja schon. Das überlegt er sich wohl nochmal anders. Frustriert geht er ins Schlafzimmer. Dies ist der einzige Ort im Haus, an dem er ungestört an sich rumspielen kann. Hey, ich hab mich nur gekratzt, okay?